Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Mut zur Utopie, das ist in der Tat ein gewagter Aufruf und Ausruf in dieser Zeit. Er klingt fast wie eine Botschaft von einem fernen Stern angesichts einer Gesellschaft, Wirtschaft und Politik, die weder vertraut noch glaubt, sondern die eben alles berechnen will, die auf Umsätze, auf Wachstumsquoten, Statistiken und Bilanzen stiert und in allen Bereichen nur auf Nummer sicher gehen will. Utopisches Denken ist aber auch für die meisten Individuen sozusagen Mega-Out. Es interessiert deshalb auch nicht, was der Mensch durch menschliche Anstrengung und als Mensch zu erreichen vermag. Vielmehr wird alles Heil vom technisch Möglichen, vom iPad und Smartlet, vom Navi und den Apps erwartet. Nicht das Menschenmögliche, sondern das technisch Mögliche zählt. Wir leben nach der Devise, dass die technische Entwicklung es schon richten wird und uns eine Zukunft trotz Klimakatastrophe zu sichern imstande ist. Wichtig ist nur, selbstbestimmt über das technisch Mögliche verfügen zu können und die Gebrauchsanleitungen zu kennen. Meines Erachtens hat die Denunzierung des utopischen Denkens, die sich seit den 80er Jahren beobachten lässt, weniger mit dem Scheitern der beiden großen politischen Utopien des 20. Jahrhunderts zu tun, nämlich mit dem Scheitern der nationalsozialistischen Utopie eines Dritten Reiches und dem Scheitern der Utopie des real existierenden Sozialismus. Dass Utopien, zumal politische Utopien, scheitern und eine destruktive Dynamik entwickeln können, ist eine altbekannte Tatsache. Sie hat die Menschen früherer Zeiten nicht davon abhalten können, an das, was noch keinen Ort, Utopos, hat, aber als Menschenmögliches erahnt und von Einzelnen zumindest ansatzweise gelebt wird, als etwas für alle Menschen Mögliches zu glauben. Dass heute Utopien meist als gefährliche, illusionäre Spinnereien abgetan werden, hat in meiner Einschätzung vor allem mit einem geänderten Menschenbild zu tun. Der Mensch wird heute in fast allen Bereichen nur noch wie ein Ding betrachtet, wie eine hochkomplizierte Maschine, die berechenbar und steuerbar ist. Der Mensch wird nicht mehr als ein zukunftsoffenes, lebendiges Wesen gesehen, das seine Vorfindlichkeit durch die Potenzierung seiner menschlichen Fähigkeiten übersteigen kann. Darum übt er sich auch nicht mehr darin, zu lieben, zu vertrauen, die eigene Vernunft zu praktizieren, zu teilen, kreativ und solidarisch zu sein. Seine Zukunftsfähigkeit definiert sich vielmehr durch seine Berechenbarkeit und durch seine Brauchbarkeit. Brauchbar und berechenbar ist eben nur Dingliches und zum leblosen Ding gemachtes. Da ist es nur logisch, wenn Weiterentwicklungen des Menschenmöglichen ausschließlich als Visionen des technisch Möglichen begriffen werden. Und selbst wenn bei der Berechnung des Lebens Eventualitäten und Wahrscheinlichkeiten mit berücksichtigt werden, so ändert dies nichts an dem zugrunde liegenden Ideal, das Leben und den Menschen als etwas Dingliches zu begreifen, von dem utopische Entwicklungsmöglichkeiten aufgrund von menschlichen Fähigkeiten nicht zu erwarten sind. Wird die gegenwärtige Utopie Verachtung als Folge der heute allgegenwärtigen Verdinglichung des Menschen begriffen, dann wird schnell klar,
warum der Ausruf und der Aufruf eines Mutes zur Utopie heute Not tut. Mut zur Utopie zu haben bedeutet heute, den Menschen wieder in seiner Kreativität und Nichtberechenbarkeit sehen zu können. Mut zur Utopie heißt vor allem, dem Wahn, alles berechnen und zu verdinglichen und technisch lösen zu wollen, Grenzen zu setzen, um dem Menschenmöglichen wieder einen Entwicklungsraum zu geben. Und nicht zu vergessen, Mut zur Utopie kann es nur geben, wenn wir wieder lernen, zwischen etwas Lebendigem und einem Ding zu unterscheiden. Was zugegebenermaßen gar nicht so einfach ist, weil die Dinger, also die iPads und Smartphones, so quick lebendige Alleskönner zu sein scheinen, zumindest solange der Akku läuft und hält. Dass eine solche Öffnung zum Utopischen nicht bedeutet, jeder Fantasterei Tür und Tor zu öffnen, sondern psychologisch begründbar ist und eine hohe Evidenz hat, wenn man sich ihr nicht von vornherein verschließt, lässt sich am utopischen Denken von Erich Fromm zeigen. Seine Theorie der Orientierung am Sein statt am Haben, wie er sie 1976 in dem Buch Haben oder Sein ausgeführt hat, hat zumindest im Blick auf ihre gesellschaftliche Realisierung utopische Züge. Denn bis dato gab es und gibt es keine Gesellschaft, die stärker am Sein als am Haben orientiert ist. Zumindest keine uns bekannte. Ich möchte mich im Folgenden mit der Frommschen Utopie eines Menschen, der mehrheitlich statt am Haben am Sein orientiert ist, beschäftigen. Zum einen soll damit die Aktualität des utopischen Denkens von Fromm illustriert werden. Zum anderen aber möchte ich zeigen, dass es psychologisch eine Plausibilität für eine Orientierung am Sein gibt. Die Utopie hat also durchaus einen realistischen Gehalt, auch wenn dieser heute noch mehr in die Ferne gerückt zu sein scheint als bei Erscheinen des Buches vor mehr als 35 Jahren. Fragen wir mit Fromm zunächst danach, warum der Mensch utopiefähig ist und wie das Frommsche Menschenbild aussieht. Um die besonderen Möglichkeiten des Menschen zu erfassen, die für das Menschenbild relevant sind, ist ein Vergleich mit dem Tier, speziell mit dem Primaten, unerlässlich. Der Mensch hat gegenüber dem Tier nicht nur weiterentwickelte intellektuelle und kognitive Fähigkeiten, vor allem sein Antrieb, sein Affekt- und Gefühlsleben ist aufgrund seiner Fähigkeit, sich seiner selbst bewusst zu sein, seiner Fähigkeit, denken zu können, vor allem seiner Fähigkeit, sich ganz andere Wirklichkeiten vorstellen zu können, anders konstruiert als beim Tier. Nach Fromm führen die genannten spezifisch menschlichen Fähigkeiten dazu, dass der Mensch neben körperlichen Bedürfnissen zu essen, zu trinken, zu schlafen, sich fortzupflanzen, auch das unabdingbare psychische Bedürfnis hat, bezogen zu sein. Der Mensch muss auf die Wirklichkeit bezogen sein, er muss auf andere Menschen bezogen sein und er muss auf sich selbst bezogen sein, indem er eine Vorstellung von sich selbst entwickelt und auch eine Vorstellung von dem, wer er sein und werden möchte und wer er nicht sein und nicht werden möchte. Er braucht einen Rahmen der Orientierung und er braucht ein Objekt der Hingabe, um sein Bedürfnis nach Bezogensein zu befriedigen. Religion, Wissenschaft, Kunst, Technik, Kultur, alles, was sich als typisch menschlich erweist, resultiert aus dem spezifischen Bedürfnis des Menschen, bezogen zu sein. Sowohl sein körperliches als auch sein psychisches Überleben hängt davon ab, dass das Bedürfnis nach Bezogensein befriedigt wird. Wenn zuvor gesagt wurde, der Mensch ist anders konstruiert als das Tier, dann lässt sich jetzt genauer sagen, das Bezogensein müssen des Menschen hat zur Konsequenz,
dass es zur Ausbildung von verinnerlichten Bezogenheitsmustern kommt, die ihn in seinen Verhaltensäußerungen disponieren. Zu solchen Verinnerlichungen kommt es, wenn der Mensch sich mit anhaltenden Erfahrungen des Bezogenseins identifiziert. Derart internalisierte Bezogenheitsmuster nennen wir gemeinhin Persönlichkeit oder auch Charakter. Der Charakter tritt an die Stelle der instinktiven tierischen Determiniertheit. Die charakterlichen Bezogenheitsmuster stellen deshalb jene Kräfte dar in der psychischen Struktur des Menschen, die das Verhalten, das heißt sein Denken, sein Fühlen und sein Handeln steuern. Sie sind der Grund dafür, warum Menschen ein Wollen spüren, sich triebhaft erleben und warum sie etwas mit Leidenschaftlichkeit erstreben. Mit Recht wird deshalb im Charakter jene Antriebskraft gesehen, die dem menschlichen Verhalten eine ganz bestimmte Ausgerichtetheit, Motiviertheit und Intentionalität, kurzum eine ganz bestimmte Orientierung verleiht. An dieser Stelle drängt sich die Frage auf, welche Charakterorientierungen für das Gemeinwohl, aber auch für das Wohl des Einzelnen zuträglich sind und welche nicht. Die Antwort Fromms lautet, nur dann, wenn die Charakterorientierung eine produktive Qualität hat, trägt sie zum Gelingen von Mensch und Gesellschaft und zu deren Wohl bei. Hat sie eine nicht produktive Qualität, dann ist sie dem Gemeinwohl und dem individuellen Wohl abträglich. Mit der im Deutschen etwas sperrigen Kennzeichnung produktiv bzw. nicht produktiv werden Charakterorientierungen daraufhin bewertet, ob sie für das Leben, das Zusammenleben und Überleben des Menschen funktional sind. Mit produktiv meint Fromm, dass jene dem Menschen eigenen körperlichen, geistigen, sinnlichen, intellektuellen, emotionalen und affektiven Kräfte gefördert und praktiziert werden, die den Menschen dann autonomer, liebender, solidarischer, empathischer, kreativer und in dem Sinn vernünftiger machen, dass er die Wirklichkeit kognitiv und emotional adäquat zu erfassen und zu durchdringen imstande ist. Und die den Menschen als Menschen dann eben gelingen lassen. Wenn Fromm in seinem Alterswerk Haben oder Sein von der Orientierung am Sein statt am Haben spricht, geht es ihm genau um das, was er zuvor mit dem Begriff der psychischen Produktivität und Kreativität gemeint hat. Bei einer Orientierung am Sein dominieren jene charakterlichen Strebungen, die durch die Fähigkeit zu einer liebenden, vernünftigen, autonomen, empathischen, solidarischen und kreativen Bezogenheit auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen und auf sich selbst verstärkt werden und die deshalb zum Gemeinwohl und zum individuellen Wohlsein beitragen. Nun galt Fromms Hauptinteresse schon immer der Frage, welche prägende Rolle die Gesellschaft bei der Ausbildung von Charakterorientierung hat. Er erkannte im Gesellschaftscharakter der vielen Einzelnen jene psychische Größe, die diese Einzelnen so denken, fühlen und handeln lässt, wie es für die Stabilität und das Funktionieren einer ganz bestimmten Gesellschaft dienlich ist. Damit war allerdings für Fromm die Frage noch nicht entschieden, ob die betreffende Gesellschaftscharakterorientierung eine produktive oder nicht produktive Qualität aufweist und also tatsächlich dem Gemeinwohl und dem Wohlsein des Einzelnen dient. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen. Eine auf Wettbewerb aufgebaute Marktgesellschaft führt zu einer Gesellschaftscharakterbildung, bei der Menschen, die gesellschaftlich erfolgreich sein wollen, eine Lust am Rivalisieren entwickeln müssen.
Sie haben den anderen als Konkurrenten wahrzunehmen und müssen ihn zum Verlierer und sich selbst zum Alpha-Tier und zum Gewinner machen wollen. Das Wetteifern und das Siegen wollen wird zum Lebenselixier für eine ganze Gesellschaft. Wie übrigens unschwer ein Blick auf die Bedeutung des Leistungssports oder die Beliebtheit von Quiz-Sendungen verdeutlicht. Selbst die Wetterfrösche von Kachelmanns Gnaden simulieren ihren Wetterbericht so, wie wenn es um die Ergebnisse eines sportlichen Wettkampfs ginge und beten dann lange Listen von höchsten oder tiefsten Temperaturen vor. Das simple Beispiel zeigt bereits, dass eine rein soziologische Betrachtungsweise, die nur nach dem fragt, was eine Gesellschaft zusammenhält und stabilisiert und deshalb auch als normal ansieht, dass eine solche Perspektive ergänzt werden muss durch eine sozialpsychologische. Eine solche misst die vorherrschende Gesellschaftscharakterorientierung an der Frage, ob das charakterliche Streben der vielen dem Gemeinwohl und dem Wohl des Einzelnen dienlich ist. Oder ob ihr Streben im Blick auf das tatsächliche Gelingen von Mensch und Gesellschaft in Wirklichkeit kontraproduktiv ist. Wie bereits angedeutet, lässt sich sehr wohl zeigen, welche produktiven Eigenkräfte zum Gelingen und zum Wohlsein des Menschen beitragen. Von dort her lässt sich auch aufzeigen, welche strukturellen Voraussetzungen auf wirtschaftlicher, politischer, gesellschaftlicher und kultureller Ebene geschaffen werden müssen, um eine produktive Qualität des Gesellschaftscharakters zu gewährleisten. Für Fromm ist es völlig unzweifelhaft, das, was den Menschen gelingen lässt und was sein Wohlsein befördert, nämlich das Ausdruckgeben von solidarischen, empathischen, gerechten, vernunftorientierten, realitätsangepassten Bezogenheitsformen, befördert auch das Gemeinwohl und das menschliche Gelingen von Gesellschaft. Fördert und fordert eine Wirtschaft und Gesellschaft einen Gesellschaftscharakter, der nicht am Gemeinwohl und am Wohl des Einzelnen orientiert ist, dann hat eine solche Charakterorientierung eine nicht produktive Qualität. Die Menschen empfinden zwar, um noch einmal am Beispiel der Wettbewerbsgesellschaft anzuknüpfen, die empfinden zwar das Konkurrieren und das Besiegen des Wettbewerbers als gesund und normal. Im Blick auf das Gemeinwohl und auf das menschliche Gelingen einer Gesellschaft stellt eine solche konkurrierende Beziehung zu Mitmenschen aber, wie Fromm sagt, eine Pathologie der Normalität. Sie ist deshalb nicht produktiv, weil sie Werte und Strebungen befördert, die die vielen an der Entwicklung ihrer menschlichen Möglichkeiten hindern und eine solche Entwicklung oder eine solche Entwicklung sogar vereiteln, sodass sie von einer inneren destruktiven Dynamik gesteuert werden. Wenden wir uns vor diesem Hintergrund nun in einem weiteren Abschnitt der Frage zu, welche Bedeutung die Alternative haben oder sein konkret hat. Die Grundaussage ist schnell referiert. Wenn Menschen ihr Leben am Haben ausrichten, dann hat ihre Charakterorientierung eine nicht produktive Qualität, die sich darin zeigt, dass sie für das Gelingen und Wohlsein des Menschen und der Gesellschaft eine behindernde oder gar eine vereitelnde Funktion und Wirkung hat. Umgekehrt gilt, dass das Wohlsein des Menschen und das Gemeinwohl befördert werden, wenn die Art einer Charakterorientierung eine produktive Qualität und Ausrichtung hat. Dies soll zunächst für die Orientierung am Haben noch näher ausgeführt werden. Wer sein Leben am Haben orientiert, der bestimmt sich, seine Existenz, seinen Lebenssinn, seine Lebenspraxis von dem her, was er hat, was er haben kann und was er mehr haben kann. Dann gibt es fast nichts, was nicht Gegenstand
des Habens und Haben-Wollens werden könnte. An erster Stelle natürlich materielle Dinge jeder Art, also ein Eigenheim, Geld, Aktien, Kunstwerke, Bücher, Briefmarken, Münzen, andere Dinge, die teils mit Sammlerleidenschaft gesammelt werden. Aber auch andere Menschen können zum Gegenstand des Habens und des Haben-Wollens werden. Natürlich sagt man nicht, dass man einen anderen Menschen in Besitz nehme und als sein Eigentum ansehe. Man spricht davon, dass man für andere die Sorge und die Verantwortung habe. Bekanntermaßen aber hat der, der die Verantwortung trägt, auch das Recht, über den anderen zu verfügen. Und so werden eben Kinder, Behinderte, Alte, Kranke, Therapiebedürftige in Besitz genommen, als Teil des eigenen Selbst betrachtet und eben nur ungern aus der Obhut entlassen, weil man sein Leben eben vom Haben dieser Menschen her definiert, eben auch, wenn man dies nicht wahrhaben will. Nicht genug damit, dass auch andere Menschen gehabt werden können. Wir bestimmen unsere Lebenspraxis auch vom Haben von Tugenden, vom Haben von Werten her. Wir sind ganz darauf aus, ein Ansehen zu haben, ein bestimmtes Image. Oder wir sind darauf aus, Gesundheit, Schönheit oder Jugendlichkeit zu haben. Und wenn dies alles nicht mehr möglich ist, so wollen wir dann doch wenigstens uns bestimmen vom Haben von Erfahrungen und von Erinnerungen. Auch Überzeugungen politischer, weltanschaulicher, religiöser Art können wie ein Besitz erworben und hartnäckig bis aufs Blut verteidigt werden. Alles wird davon abhängig gemacht, ob oder dass man im Besitz der Wahrheit oder des Recht ist oder das Recht auf seiner Seite hat. Die Rede vom Haben kann das Missverständnis begünstigen, als dürfe der Mensch, der in der Weise des Seins lebt, nichts mehr haben oder haben wollen. Es stimmt zwar, dass der sich am Haben orientierte leicht bereits dadurch outet, dass er dieses oder jenes unbedingt haben möchte. Das, was er an Eigentum, an Bildung, an Können, an Ansehen hat, muss aber nicht notwendig ein Indiz für eine Lebenspraxis des Habens sein. Bei der Alternative Haben oder Sein geht es nicht darum, was ein Mensch konkret hat oder nicht hat, sondern welchen Stellenwert das, was er hat oder auch nicht hat, welchen Stellenwert das für ihn hat. Die Alternative betrifft die Frage, woher bestimmt der Mensch seine Lebenspraxis, sein Denken, Fühlen und Handeln? Bestimmt er sich von dem her, was in ihn hineingeht, das heißt, was er hat und haben kann, oder von dem her, was er ist und was er potenziell aus sich hervorbringen kann? Es geht deshalb auch nicht darum, dass jemand nichts hat. Auch die Orientierung am Nichthaben ist eine Habenorientierung. Fromm vertritt kein Asketentum und die Orientierung am Sein ist gerade nicht identisch mit einer Orientierung am Nichthaben. Es geht vielmehr immer um die Frage, welchen Stellenwert das Haben oder auch das Nichthaben bei der Bestimmung des Lebenssinnes und bei der Bestimmung der eigenen Identität hat. Ob jemand etwas in der Existenzweise des Habens hat oder ob jemand hat, als hätte er nicht, dies ist oft schwer zu entscheiden. Und doch kann jeder ganz schnell die Probe bei sich selbst machen, indem man sich fragt, woran das eigene Herz ganz besonders hängt, um sich dann vorzustellen, wie es einem erginge, wenn das, was einem wichtig und wert ist, weggenommen würde. Ob es dann einem den Boden unter den Füßen wegzieht und einem das Leben sinnlos zu werden droht. Wer dann keinen Eigenwert mehr spüren kann
Und wenn es sich dann nicht mehr richtig lohnt, noch zu leben und zu arbeiten, wenn man mit sich und anderen nichts mehr anfangen kann, dann sind dies ziemlich sichere Indizien dafür, dass man sein Leben von der Orientierung am Haben her bestimmt. Vom Haben eines Berufes, vom Haben von Kindern, vom Haben eines guten Berufes, vom Haben tieferer Einsichten, vom Haben eines funktionsfähigen Körpers und so weiter. Der am Haben orientierte Mensch bedient sich, um es auf ein Bild zu bringen, immer einer Krücke statt der eigenen Füße. Er bedient sich eines angeeigneten Gegenstandes von außerhalb von ihm, um zu sein, um selbst oder etwas zu sein. Er ist nur er selbst, insofern er etwas hat. Er bestimmt sein Subjektsein vom Haben eines Objektes. Er wird vom Objekt, also vom Gegenstand des Habens, gehabt. Nun, die Metapher von den Krücken, die die eigenen Füße ersetzen, macht zugleich anschaulich, was mit der Orientierung am Sein gemeint ist. So wie der Mensch die körperliche Fähigkeit hat, auf eigenen Füßen zu stehen, die er im Notfall durch Krücken ersetzen kann, so hat der Mensch auch geistige und psychische Fähigkeiten zum Selbststand. Seine Fähigkeit, selbst zu fühlen, selbst interessiert zu sein, zärtlich zu sein, liebend zu sein, seine Fähigkeit, selbst zu denken, Ideen, Fantasien, Vorstellungen zu entwickeln und zu eigenen Erkenntnissen und Urteilen zu kommen. Und er hat die Fähigkeit, Dinge selbst zu vollziehen, zu tun, hervorzubringen, statt sie sich zu kaufen und anzueignen. Vor allem diese Fähigkeit, aus eigenem Denken, Fühlen und Handeln auf die Wirklichkeit und auf sich selbst bezogen zu sein, zunächst, wie bereits angesprochen, produktiv genannt, bevor er sie in seinem Alterswerk am Sein orientiert genannt hat. Weil der Mensch seine Eigenkräfte aktiviert und etwas aus seinem eigenen menschlichen Sein und Vermögen produziert, herausführt oder hervorbringt und nicht vom Haben fremden Vermögens und fremder Kräfte abhängig ist. Die Orientierung am Sein zielt auf die Aktivierung der menschlichen Eigenkräfte. Solche menschlichen Eigenkräfte entstehen und wachsen nur in dem Maße, als sie praktiziert werden. Sie lassen sich eben nicht konsumieren, sie lassen sich nicht kaufen, sie lassen sich nicht aneignen wie Gegenstände des Habens, sie lassen sich nur praktizieren, üben, wagen, tun. Anders als für die Gegenstände des Habens, die in dem Maße aufgebraucht werden, als sie gebraucht werden, gilt für eigenes Denken, für eigenes Fühlen, für eigenes Tätigsein, dass sie wachsen und dass sie mehr werden, wenn sie geteilt und gebraucht werden. Dies gilt von allen spezifisch menschlichen Eigenschaften und Fähigkeiten. Vertrauen zum Beispiel lässt sich nur durch das Praktizieren und Üben von Vertrauen schaffen. Und gerade eben nicht aneignen, kaufen, konsumieren in Gestalt von immer mehr Versicherungspolicen. Das Gleiche gilt von den Fähigkeiten wie frei und selbstständig zu sein oder interessiert zu sein. Eines der Grundprobleme heute, dass Menschen kein eigenes interessiert sein, kein eigenes Interesse mehr spüren können. Oder der Fähigkeit, von innen heraus aktiv zu sein, der Fähigkeit, empathisch zu sein, also sich nicht nur in einen anderen hineinzudenken, sondern tatsächlich mit einem anderen und in einem anderen fühlen zu können, was im anderen emotional vor sich geht. Oder die Fähigkeit, lieben und solidarisch handeln zu können. Oder seine Wünsche realitätsangemessen befriedigen zu können. Das Wachstum solcher Fähigkeiten
die für unser Wohlsein und für das Gemeinwohl von ganz entscheidender Bedeutung sind, können eben nicht Dritte leisten. Es lässt sich weder durch Kauf noch durch Konsum erreichen, sondern nur dadurch, dass man diese Eigenkräfte selbst übt und praktiziert. Neben diesem zentralen Merkmal der Orientierung am Sein, nämlich, dass sie menschliches Wachstum befördert und deshalb eine Aktivierung des Menschen bedeutet, während die Orientierung am Haben zu einer Abhängigkeit von aktivierenden Stimulantien und damit in Wirklichkeit zu einer Passivierung und zu einem Mangel an Lebendigkeit des Menschen führt, lassen sich noch eine ganze Reihe anderer Wirkungen benennen, die als Indikatoren dafür gelten können, ob die Antriebskräfte des Menschen am Haben oder am Sein, ob sie produktiv oder nicht produktiv orientiert sind. Aus den von Fromm beschriebenen Merkmalen, Sie können das gerne in dem Buch Haben oder Sein nachlesen, will ich hier nur stellvertretend noch eines näher beschreiben. Wer sich von dem her bestimmt, was in den Menschen hineingeht, möchte immer viel haben, mehr haben, am meisten haben. Zum Haben gehört deshalb die Gier. Diese Habgier ist unersättlich im doppelten Sinn des Wortes. Ein gieriger Mensch hat immer ein übersteigertes Verlangen und unbegrenzte Wünsche. Und er wird bei aller Befriedigung seiner Gier nie wirklich satt, weil das Haben ihn nicht wirklich befriedigt und seine innere Leere nicht wirklich überwinden kann. Wenn die meisten immer nur mehr haben wollen, bleibt es nicht aus, dass die meisten Menschen auch eine Angst vor der aggressiven Absicht ihrer Umwelt entwickeln, Opfer der Gier der anderen zu werden. Auf diese Weise etabliert sich ein ständiger Antagonismus, eine Feindseligkeit unter den Menschen, für die dann tatsächlich gilt Homo homini lupus, womit man, wie wir heute wissen, den Wölfen ziemlich unrecht tut, weil die Wölfe nun überhaupt keine so gastigen Wesen sind. Diese mit dem Haben einhergehende Feindseligkeit unter den Menschen bekommt ihre wirkliche Gefährlichkeit zunehmend dort, wo es nicht nur um den Wettstreit um Konsumgüter und um Wettstreit des Eigentums geht, sondern wo es um das Lebensrecht und die Überlebenschance von Nationen oder von Teilen der Menschheit geht. Menschen, die am Sein orientiert sind, sind nicht darauf aus, auf Kosten anderer mehr haben zu wollen. Sie haben auch nicht das Bedürfnis, sich von ihnen durch Macht, durch Reichtum, durch Privilegien und so weiter abzugrenzen, soziale Gegensätze aufzurichten und Ungerechtigkeiten als eben etwas ganz Normales anzusehen, weil sie jene Gegenstände und Werte, die das Leben attraktiv und lebenswert machen, nicht privatisieren und zum Mittel der Selbstbehauptung umfunktionieren wollen. Im Gegenteil, sagt Fromm, ich zitiere, nichts vereinigt Menschen mehr, ohne ihre Individualität einzuengen, als ihre gemeinsame Bewunderung und Liebe für einen Menschen oder wenn sie durch einen Gedanken, ein Musikstück, ein Gemälde oder ein Ritual verbunden sind oder gar das Leiden teilen. Es ist die Weisheit aller großen religiösen, politischen und philosophischen Bewegungen, dass nur die Erfahrung des Teilens die Beziehung zwischen Menschen lebendig hält und die Menschen zugleich eine Genügsamkeit spüren lässt, dass sie genug zum Leben haben und deshalb auch am Ende des Lebens das Leben hergeben können. Genügsamkeit und Solidarität sind Indikatoren einer Lebenspraxis des Seins im Gegensatz zum antagonistischen Prinzip des Wettkampfs, der Absonderung
und der Hierarchisierung bei einer Lebenspraxis des Habens. Der Versuch, die Bedeutung der Alternative, der frommschen Alternative Haben oder Sein zu skizzieren, soll hier nicht weitergeführt werden. Betonen möchte ich aber, dass die Orientierung am Haben und am Sein nur als Alternative richtig verstanden werden. Je mehr ein Mensch aus seinen körperlichen, seelischen und geistig-intellektuellen Eigenkräften lebt und diese praktiziert, desto stärker prägt sich diese produktive Orientierung aus. Umgekehrt gilt für die nicht produktive Orientierung am Haben, dass sie sich auch umso mehr verstärkt, je mehr ein Mensch seine ihm eigenen Kräfte nicht praktiziert und sich stattdessen an nicht eigenen, fremden Kräften orientiert. Man kann deshalb nur entweder mehr an der einen oder an der anderen Ausrichtung orientiert sein, auch wenn beide Orientierungen in uns gleichzeitig am Werk sein können. Die entscheidende Frage ist, welche Orientierung durch unsere Art zu leben befördert wird. Natürlich bleibt die Orientierung am Sein im Blick auf das, was heute eine Gesellschaft gelingen lässt, weitgehend eine Utopie und ist angesichts neoliberaler Wirtschaftsphilosophie noch keine generelle Trendwende in Sicht. Obwohl am Gemeinwohl orientierte Betriebe im Einzelfall sehr wohl zeigen, dass es auch anders geht. Mein Versuch, an die frommsche Utopie der Orientierung am Sein zu erinnern, sollte vor allem verdeutlichen, dass eine Alternative möglich ist und dass sich die Orientierung am Sein als die bessere Wahl für das Wohl des Einzelnen wie für das Gemeinwohl auch psychologisch begründen lässt. Auch wenn die öffentliche Meinung und das faktische Verhalten der vielen vom geraden Gegenteil überzeugt ist und alles Heil in einer wachsenden Produktion und Konsumtion sieht, so gilt doch, dass die Orientierung am Sein und das Hervorbringen dessen, was an Möglichkeiten im Menschen steckt, die vernünftigere Antwort für unser Wirtschaften, für das politische, kulturelle und gesellschaftliche Zusammenleben und für jeden Einzelnen ist. Nun hat die Orientierung am Haben seit der Publikation von Haben oder Sein weitere 35 Jahre Zeit gehabt, ihre Dominanz zu verstärken, wie jeder zugeben muss, der das heutige Konsumverhalten der Menschen kritisch zu beurteilen imstande ist. Ich möchte die mir noch verbleibende Zeit jedoch vor allem nutzen, um darauf hinzuweisen, dass die Erscheinungsweisen der Orientierung am Haben in der Zwischenzeit sich sehr stark verändert haben. Verstanden die Menschen vor 35 Jahren die Orientierung am Haben in erster Linie als Besitzen wollen von materiellen Gütern und wurde in der Orientierung am Sein ein Modell für ein postmaterielles Leben gesehen, so hat die Alternative heute, in meiner Einschätzung, eine ganz andere Dimension und Aktualität. Erfolgreiche Wirtschaftsunternehmen gingen in den letzten Jahren mehr und mehr dazu über, alle Energie in die Produktion von Lebenswelten und von Bedürfniswirklichkeiten zu investieren. Natürlich werden auch weiterhin Sachgüter und Dienstleistungen produziert, doch das, was angeboten und auch was verkauft wird und was der Konsument kauft, sind Wirklichkeiten in Gestalt von Gefühlswelten, von Erregungszuständen, von Erlebniswelten, von Emotions, von Leidenschaften, von Lebenswelten und von Lebensstilen. Wer immer heute kommerziellen Erfolg haben will, der muss auf Emotionalisierung und Sentimentalisierung setzen. Mit der Produktion von seelischen Wirklichkeiten soll bestimmten Zielgruppen die Möglichkeit gegeben werden,
sich selbst wieder lebendig, voller Gefühle, aktiv, kreativ, bezogen, erregt oder geborgen oder voller Leidenschaftlichkeit sich zu fühlen. Erfolgreiches Wirtschaften versucht also genau jene Fähigkeiten und Qualitäten, die eine Orientierung am Sein auszeichnen, zu inszenieren und zu simulieren und zu verkaufen. Dass diese Art des Wirtschaftens möglich und erfolgreich wurde, hat mit der Digitalisierung, der Vernetzungstechnik und vor allem der Entwicklung elektronischer Medien zu tun. Erst mit ihrer Hilfe lässt sich die uns umgebende Wirklichkeit für jedermann und jede Frau völlig anders und neu produzieren. Sie zu nutzen ist von höchster Attraktivität, weil sie den körperlichen, den sinnlichen, den intellektuellen, den geistigen und emotionalen Eigenkräften oft haushoch überlegen sind. Mithilfe der vom Menschen geschaffenen Produkte sind wir heute imstande, die uns umgebende und auch unsere eigene Wirklichkeit neu, besser, eindrucksvoller, kompetenter zu gestalten. Sie ist lebendiger, sie ist farbiger, sie ist emotionaler, sie ist unterhaltsamer, als wenn wir uns unserer zugegebenermaßen relativ bescheidenen menschlichen Eigenkräfte bedienen würden. Es überrascht deshalb nicht, dass immer mehr Menschen die gegenwärtige Erfordernis des Wirtschaftens, nämlich seelische Wirklichkeiten zu produzieren, in der Weise verinnerlicht haben, dass sie die sie umgebende Wirklichkeit und sich selbst neu erfinden und neu erleben möchten, beziehungsweise an angebotenen Wirklichkeitskonstruktionen und Erlebniswelten teilhaben wollen. Ich habe diese neue Charakterorientierung den ich-orientierten Charakter genannt, weil er selbst bestimmen will, was Wirklichkeit ist und ohne Rücksicht auf Vorgaben und Maßgaben anderer leben will. Dieser Wunsch, Wirklichkeit neu und anders zu erleben, wird vor allem hinsichtlich der eigenen Person, des eigenen Denkens und Fühlens spürbar. Man will sich nicht mehr mit seinen eigenen Gefühlen, Antriebskräften und Fantasien zufrieden geben, weil man sich mit ihnen nur begrenzt und eingeschränkt erlebt. Warum nicht die eigene Persönlichkeit neu konstruieren und an den vielfältig angebotenen Erlebnisangeboten Anteil haben und die dramatisch in Szene gesetzten Gefühle der Unterhaltungswelt mitfühlen, statt sich mit seinen popeligen Leben und mit den oft negativen Gefühlszuständen ablagen zu müssen. Um an inszenierten und simulierten Erlebniswelten teilhaben zu können, muss man diese heute nicht mehr besitzen. Das Habenwollen zielt nicht auf den Erwerb von Eigentum, sondern auf das Zuganghaben zu diesen Erlebniswelten, um verbunden zu sein, um dabei zu sein, um Anteil zu haben. Die Orientierung am Haben wird zur Orientierung am Erleben, weil man nur lebt und ist, wenn man etwas erlebt. Und man erlebt nur etwas, wenn man belebt, animiert, wenn man, wie man heute vor allem sagt, inspiriert, wenn man unterhalten, wenn man stimuliert wird und interessiert gemacht wird. Es geht heute nicht um die Alternative Haben oder Sein, sondern um eine Alternative von Belebung oder Sein. Das Lebendigsein wird nicht mehr als Attribut des Lebens und der eigenen Antriebskräfte empfunden, sondern als etwas dem Menschen Äußerliches, das die Belebungsindustrie anbietet und das man sich aneignen muss, um sich lebendig zu spüren. Salopp formuliert könnte man sagen, ohne Animation, nur tote Hose. Versteht man den heute gesellschaftlich so geförderten Drang, etwas erleben zu wollen,
animiert, inspiriert und unterhalten zu werden, als die heutigen Erscheinungsweisen der Orientierung am Haben, dann hat die Alternative Haben oder Sein heute nichts von ihrer Aktualität verloren. Die Frage wird nur noch dringlicher, wie einer solchen nicht produktiven Entwicklung gegengesteuert werden kann. Ich beschränke mich hier zum Schluss auf 5 Empfehlungen für den Umgang des Einzelnen mit dieser Alternative. Mit ihnen kann man prüfen, welche Kraft die Orientierung am Sein bei einem selbst noch hat und ob es noch eine eigene Aktivität, ein eigenes Interesse, eigene Ideen und Antriebe, eigene Gefühle und Leidenschaftlichkeiten gibt. Denn nur dann, wenn Menschen noch einen Zugang zu ihren eigenen menschlichen Möglichkeiten haben, sind sie utopiefähig und tragen dazu bei, dass das Menschenmögliche zu einer gesellschaftlichen Realität werden kann. Eine erste Empfehlung besteht darin, bei sich selbst zu beobachten, welche Wirkung das Wahrnehmen von Erlebnisangeboten hat. Lösen Sie wirklich eine Eigenaktivität aus? Spürt man das Bedürfnis, die Eindrücke auf sich wirken zu lassen, darüber nachzudenken, sich mit anderen darüber auszutauschen? Hat man das Gefühl, von dem Erlebten erfüllt und aktiviert zu sein? Oder stellt sich eine Leere und der Wunsch nach mehr ein? Eine zweite Empfehlung betrifft die sogenannten spontanen Bedürfnisse und Wünsche, etwas erleben zu wollen oder sich unbedingt etwas gönnen zu müssen, was ja nun heute ganz oft passiert. In welchen Gefühlssituationen oder angesichts welcher Schwierigkeiten oder Anforderungen tauchen solche spontanen Wünsche auf? Und was soll mit ihrer Befriedigung vermieden oder umgangen werden? Eine dritte Empfehlung ist, sich immer wieder Entzugserfahrungen auszusetzen. Und zwar nicht, um sich in Verzicht zu üben, sondern um herauszufinden, welchen Stellenwert das animiert und unterhalten sein wollen durch Gefühlsangebote, Events und Erlebniskulturveranstaltungen hat. Ein Wochenende ohne elektronische Medien oder ein Wochenende gar ohne Elektrizität, und zwar auch ohne Akku-Elektrizität, kann einem schlagartig deutlich machen, ob man mit sich und anderen noch etwas anfangen kann und also noch aus körperlichen, seelischen und geistigen Eigenkräften schöpfen kann. Eine vierte Empfehlung ist das gezielte Üben und Praktizieren der, wenn auch begrenzten, eigenen Kräfte. Bei den körperlichen Eigenkräften hat dies für uns alle noch eine große Plausibilität, weil wir unmittelbar spüren, wer rastet, der rostet. Gleiches gilt aber auch für unsere geistigen und psychischen Eigenkräfte. Wer seine Vorstellungsfähigkeit nicht mehr übt, weil er nur noch angebotene und ins Bild gesetzte Fantasien konsumiert, der büßt mangels Praxis mit der Zeit seine eigene Imaginationsfähigkeit ein. Er wird fantasielos. Wer sich nicht mehr darin übt, seine begrenzte Fähigkeit anderen zu vertrauen, zu üben, wird die Fähigkeit zu vertrauen verlieren. Er wird immer misstrauischer werden, beziehungsweise damit das Misstrauen mit überzogenen Sicherungsmaßnahmen kompensieren. Wer seine Fähigkeit, zärtlich zu sein, nicht praktiziert, wird sie verlernen. Und wer immer nur Positives denken und fühlen will und sich nicht mehr darin übt, der immer ambivalenten Realität ins Auge zu schauen, der wird alles Bedrohliche und Belastende bei sich und in seiner Umwelt zu leugnen versuchen. Eine fünfte Empfehlung
betrifft einen besonders wunden Punkt. Der gesteigerte Wunsch nach Erlebnissen und inszenierten und virtuellen Wirklichkeiten dient den meisten Menschen dazu, in illusionäre Welten einzutauchen, in denen es entweder keine Probleme mehr gibt, also die kitschig sind, oder in denen solche Konflikte stellvertretend ausgelebt werden, denen man sich selbst emotional nicht stellen kann. Das sind die Tatorttypen, die neulich hat mir ein bekanntes Ehepaar aus der Nachbarschaft gesagt, die waren ganz stolz, dass sie jetzt alle Fernsehsendungen abrufen können und dann zeitversetzt so sich zeigen lassen können, wie sie wollen, dass sie jeden Abend um 9:30 noch einen Tatort ansehen und dann wunderbar danach schlafen würden. Die Fähigkeit, sich Konflikten und Schwierigkeiten selbst zu stellen, aggressiv zu sein oder sich zum eigenen Versagen bekennen zu können, ist eine ganz große, wesentliche Voraussetzung, um Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Wo immer es deshalb noch gefühlte Auseinandersetzungen gibt und man sich ihnen stellen kann, hat man den Zugang zu seinen eigenen begrenzten Kräften noch nicht verloren. Das Schlusswort soll Fromm haben. In der dritten Radiovorlesung zum Thema Überfluss und Überdruss, die den Titel »Die produzierten Bedürfnisse« trägt, sagt Fromm, »Ich glaube, der Mensch ist nur er selbst, wenn er sich äußert, wenn er die ihm innewohnenden eigenen Kräfte ausdrückt. Wenn das nicht geschieht, wenn er nur hat und benutzt, statt zu sein, dann verfällt er. Dann wird er zum Ding, dann wird sein Leben sinnlos, es wird zum Leiden. Die echte Freude liegt in der echten Aktivität und echte Aktivität ist der Ausdruck, ist das Wachstum der menschlichen Kräfte. Danke. Weil Sie nun ganz, ich weiß nicht, wie lange sein persönlicher Assistent waren, Sie darum bitten, das ist ein Wunsch von mir, dass Sie mal ein paar Worte über Erich Fromm verlieren. Was war denn das eigentlich für ein Mensch? Wie war denn die Zusammenarbeit? Wie haben Sie ihn denn eigentlich erlebt? Ich meine, das passiert ja nicht so oft, dass wir jemanden treffen, der ihn so gut kennt. Das fände ich ganz nett, wenn Sie uns zum Abschluss das nochmal sagen. Ja. Also, ich kann das tun, aber. Also, zu den äußeren Rahmenfragen. Ich habe im Zusammenhang mit einer theologisch-ethischen Dissertation, die sich um das Thema, um die Frage drehte, wie Erich Fromm, der nicht an den lieben Gott glaubt, seine Ethik begründet. In dem Zusammenhang ihn 1972 das erste Mal kennengelernt und aus der Erfahrung heraus war ich sehr motiviert, seine Sozialpsychologie und seine Charaktertheorie zu Papier zu bringen. Das habe ich so auf 200 Manuskriptseiten getan, habe sie ihm wieder geschickt, das hat ihm gut gefallen. Kurzum, da haben ihn wieder besucht und noch einmal besucht und dann hatte er sich im Winter 73, 74 entschieden, dass er nicht mehr nach Mexiko zurückgeht. Er ist seit Ende der 60er Jahre immer im Sommerhalbjahr in Locarno in der Schweiz gewesen und dann wieder nach Mexiko zurückgegangen und da hat er sich entschieden. Fromm ist immer so alt, wie das Jahrhundert war. Also 1972 war er 72 Jahre alt. Und da hat er dann einen Assistenten gesucht. Und das war natürlich für mich die große Chance, da bei ihm Assistent dann zu sein. Und das hat dann zu allen möglichen weiteren Verwicklungen geführt.
nämlich dass er ein Angebot bekommen hat für eine Gesamtausgabe von der Deutschen Verlagsanstalt und dann Herausgeber suchte und ich dann blauäugig, wie ich war, zugesagt habe, die Edition zu machen, nicht wissend, auf was ich mich da einlasse. Habe da 6 Jahre so nebenher daran gearbeitet, diese zehnbändige Form Gesamtausgabe herauszugeben. Kurzum, ich bin da so reingeschlittert dann in diese frommsche Schülerschaft, die dann auch dazu geführt hat, dass ich in seinem Testament als Erbe seiner Bibliothek und seines wissenschaftlichen Nachlasses reinkam und auch seine Rechte verwalte. Das tue ich bis heute noch. Aus dem wissenschaftlichen Nachlass habe ich ein frommes Archiv in Tübingen gegründet, das Interessierten auch zugänglich ist. Also das ist jetzt einfach bloß so der Rahmen dazu, wie ich überhaupt zu Fromm kam. Und vielleicht aus meiner allerersten Begegnung mit Fromm. Es war für mich als damaligen Theologen völlig klar, man kann eine Ethik nicht begründen, zumal nach Auschwitz kann man keine Ethik mehr aus der Kraft des Menschlichen allein begründen. Es braucht immer eine transzendente oder doch eine transzendentale Begründungsstruktur dazu. Und ich kam dann, Fromm lud mich dann, also ich habe Fromm geschrieben, er lud mich ein und hat mir auch ein Hotel besorgt und hat sich 3 Tage Zeit genommen, um sich diese Fragen anzuhören, die ich hatte, mit denen ich ihn eigentlich aufs Kreuz legen wollte. Und habe aber einfach einen Menschen getroffen, der schlicht und einfach nur sich aufmerksam mit meinen Fragen beschäftigte und einfach darauf eingelassen hat und von sich aus mir deutlich gemacht hat, vielleicht braucht eine Ethik wirklich keine Begründung irgendwo, wenn man einfach mit den Menschen, mit denen man zu tun hat, in einer zugewandten, empathischen, liebevollen und vernünftigen Weise umgeht. Das war dann der Anfang des Endes meiner theologischen Karriere damals. womit ich sagen will, ich habe in Fromm einen Menschen getroffen, der einfach ein Stück das, was er geschrieben hat, auch gelebt hat. Und da gab es dann ganz viele, für mich ganz viele Beispiele dafür, auch wie er geschrieben hat. Also ich habe Haben oder Sein in seiner ganzen Entstehung dann verfolgt, war 1974 dann sein Assistent. Und er hat mir, also meine Hauptassistententätigkeit war eben, die Manuskripte, was er immer geschrieben hatte, durchzuschauen, Literatur dazu zu ergänzen oder vorbereitend und ihm Vorschläge zu machen. Fromm war kein so guter Systematiker, also abstraktes Denken war ihm völlig fremd und aber auch, also ich habe ihm, es gibt einen ganzen Leitsordner von Vorschlägen, die ich ihm gemacht habe, wie Haben oder Sein, die Seiten aufs 123, 25 gehören eigentlich auf die Seite 67 rüber und so und so. Also in der Weise das mitgekriegt. Aber wenn Fromm geschrieben hat, dann hat er in meiner Wahrnehmung wirklich sich was selber von der Seele geschrieben. Also zumindest bei Haben oder Sein. Das sind keine wissenschaftlichen Erarbeitungen gewesen, wie es vielleicht bei der Anatomie der menschlichen Destruktivität noch der Fall war, dieses Buch über Aggression, sondern gerade Haben oder Sein hat es von manchen Kapiteln hat es 4, 5, 6 Fassungen gegeben, die er geschrieben hat. Und dann, bis ich zum nächsten Mal kam und meine ganzen Vorschläge gebracht hatte, hatte er schon das Kapitel wieder neu geschrieben gehabt, bis es genau das zum Ausdruck brachte, was er wollte. Das heißt mit anderen Worten, er ist mit den Dingen innerlich in einer Weise schwanger gegangen und hat die in einer Weise zur Welt bringen müssen, bis er darin das, was er wirklich sagen wollte und erkennen wollte, zum Ausdruck gebracht hatte. Das sind so Punkte, wo ich das... Oder was ich so beim allerersten Mal schon wahrgenommen habe, was dann in den vielen Gesprächen, die es mit ihm gab in der Zeit, Fromm hat die Fähigkeit gehabt, über ganz simple Fragen
in einen, ja, mit der emotionalen Ebene in mir Kontakt aufzunehmen. Also er konnte schlicht und einfach, was haben Sie gemacht? Ja, ich habe noch ein bisschen fern gesehen. Was haben Sie denn gesehen? Warum interessiert Sie denn das? Aber die und die. Also er hat einfach über ganz simple Fragen hat er rauszufinden versucht, nicht wes Geisteskind ich bin, sondern welche Seele in mir am Werk ist, welche Gefühle, welche Affekte in mir, also welche Wertsetzungen in mir am Werk sind, mit denen wollte er Kontakt aufnehmen und mit denen hat er auf eine sehr konzentrierte Weise und über sehr einfache Mittel unmittelbar Kontakt aufzunehmen, hat er aufnehmen können auch. Also von dort her war für mich Fromm ein Mensch, der eine Beziehung aufgebaut hat, die immer auf die emotionale Qualität ging dabei. Über die Brücke des Diskutierens und des Fragens und des sich Austauschens über irgendwelche Themen und Probleme, aber es hat ihn immer interessiert, was mir schwerfällt, wo ich Angst habe, wo ich Begeisterung spüre und so weiter. Es ging immer um diese Qualität und das ist das, womit er kommuniziert hat und wo er hat spüren lassen, dass ihn das interessiert und nicht irgendwelche Rationalisierungen. Also ich habe mir auch völlig in den vielen Gesprächen, die es gab, ich kam nie auf die Idee, irgendeine Argumentation jetzt da vertreten zu wollen oder so, weil es einfach gar keinen Sinn gemacht hat in dieser Direktheit, die Fromm fähig war herzustellen in der Beziehung. Und das war für mich schon sehr, also hat mich sehr geprägt und was mir auffällt ist, ich habe ja nun in dieser Funktion als Rechteverwalter Fromms viele Schriften von Fromm herausgegeben und Korrektur gelesen. Und Kunst des Lebens vielleicht 10-mal oder 15-mal inzwischen, halt immer wieder in einer neuen Ausgabe Korrektur gelesen für den Verlag. Mir ist noch nie langweilig geworden dabei. Ich entdecke immer wieder neue Dinge dabei und denke, wie, was? Das hat der Fromm auch schon gesagt oder so. Also das heißt, das ist eine... Ja, er hat auch eine Art zu schreiben, zumindest in einigen seiner Bücher, wo er so sehr aus sich selbst heraus schreibt, dass er diesen unmittelbaren Kontakt auch mit dem Leser wahrnehmen kann. Anders ist mir auch nicht erklärlich, warum Fromm für viele Menschen wirklich ein lebenslang begleitender Autor ist. Und es gibt relativ viele, die das von sich auch bekennen. Also natürlich gibt es immer wieder Leute, die mal eine kurze Begeisterung für irgendwas hatten und dann schläft das eine oder ist halt ein anderer. Aber es gibt ganz viele, die von sich auch sagen, ich lese immer wieder mal Fromm und für mich gehört Fromm einfach zu einer Lektüre, die ich auch in den Urlaub mitnehme, obwohl ich schon seit 30 Jahren Fromm lese. Das hat genau mit dieser Qualität bei Fromm zu tun, dass er aus einer... Ja, wenn man es jetzt modern sagen würde, aus einer anderen Art von Authentizität spricht. Ne? Da, wo eine Authentizität, die wirklich aus einem Bemühen um sich selbst hervorgeht. Also Fromm hat täglich Meditationsübungen gemacht, hat täglich Übungen, die er bei einem buddhistischen Mönch gelernt hatte, Atemübungen, Bewegungsübungen, Konzentrationsübungen gemacht, die er mit und seine eigenen Träume, täglich seine Träume analysiert. Und das waren für ihn, das hat er selber als seine Art, er hat es immer nur Übungen genannt. Aber ich denke, wenn man es so mehr unter einem religiösen Aspekt anschaut, ist es seine religiöse Selbsterfahrung gewesen, die er gemacht hat. Es gab in der Zeit, als ich dabei eben war, zu seinem 75. Geburtstag, habe ich die wissenschaftliche Organisation eines Symposiums dort übernommen, wo Fromm eben anlässlich seines 75. Geburtstags, wo Fromm dann das Hauptreferat halten sollte,
Und das Problem war, dass Fromms gesundheitlicher Zustand nicht gut war. Er hatte die Schulter angebrochen gehabt und langen Gips gehabt. Und es war sehr in Frage gestellt, ob er überhaupt den Vortrag halten kann. Er hat ihn dann trotzdem gehalten. Und er hat 2 Stunden am Stück von so einem kleinen Schmierzettel, wo er ein paar Stichworte draufgeschrieben hatte, 2 Stunden am Stück freigeredet. Da habe ich gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen, woher er die Kraft und die Energie genommen hat. Also in einer solchen Konzentration und so gehaltvoll 2 Stunden lang am Stück reden zu können. Und meiner war immerhin auch 75 Jahre. Und dann hat er gesagt, ach, wissen Sie, Herr Funk, ich habe meine Übungen heute Morgen doppelt so lang gemacht. Also aus der Logik heraus, wenn ich ganz bei mir sein kann, wenn ich sozusagen einen unmittelbaren Bezug zu mir und meinen eigenen inneren Möglichkeiten und Kräften habe, dann spiegelt sich das auch in der Fähigkeit des unmittelbaren Bezugs auf Gegenstände oder auf andere Menschen. Sie haben so eine Bildbiografie da. Ich habe durch Zufall auf einer Bilderserie, die der Stern gemacht hatte, habe ich diese 2 Fotos entdeckt. Die sind damals 1974, glaube ich, gemacht worden. Mit so einer Motorkamera gemacht worden. Also eine Kamera, die so im Abstand von einer halben Sekunde zack, 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 ein Foto nach dem anderen schießt. Und diese Kontaktstreifen, die habe ich mir vom Stern kommen lassen und habe da diese beiden Fotos direkt nebeneinander gesehen. Das heißt, der Fromm muss für einen Bruchteil einer Sekunde muss der die Augen geschlossen haben, so wie man das halt tut, um sozusagen die Augen zu reinigen. Wenn Sie sich einfach ganz gut auf dieses Bild mit den geschlossenen Augen konzentrieren, ist ein Mann, der völlig bei sich, ganz in sich geschlossen ist. Und in der nächsten Sekunde hat er die Augen aufgemacht und springt so richtig zum Betrachter rüber. Ich war damals absolut fasziniert, als ich das auf den Zelluloid-Streifen entdeckt habe, weil es einfach eine Illustration dessen ist, was der Fromm im Einüben bei sich selbst zu sein, eine Fähigkeit bekommen hat, bei anderen zu sein. Zumindest ist das meine Deutung. Ja, vielen herzlichen Dank.